Und da sind wir auch schon wieder. Bevor ich jetzt aber Start drücke, will ich ganz kurz überlegen, was ich als nächstes machen will, damit ich nicht so viel Zeit vom Tag verschwende. Also ich hätte auf gerne jeden Fall mehrere Kisten, damit ich die Tolbert-Eierzappe schon mal einlagern kann, die Steinblöcke vielleicht noch, dann auf jeden Fall einen Footballhelm herstellen. Gold soll auch eingelagert werden, die normalen Steine auch. Und dann geht's ans Ressourcen sammeln. Ja, okay. Also, wir hätten gerne ein Foot. Also brauchen wir eine Forschungsmaschine hier, richtig? Also, durch das Wurmloch, da ist unsere eine Basis. Hier kommt die andere Basis hin, also brauchen wir hier auch eine Forschungsmaschine, das ist richtig. So. Dann als nächstes Footballhelm. Hüte. Oh, dafür brauchen wir die andere Maschine. Guck mal ganz kurz. Wo ist mein Footballhelm? Winterhut, Top Hat, Daper West. Der wird gar nicht aufgeführt. Unterrüstung vielleicht, Waffen oder so? Ja, da. Brauch aber auch eine richtige Forschungsmaschine. Und dafür brauchen wir noch drei Holzbretter und noch drei Steine. Also gar nicht mal so viel. Aber gut. Eins davon noch. Wir brauchen, glaube ich, drei Bretter für eine Kiste. Wo waren die Kisten? Gebautes Zeug. Kiste. Ja, drei Stück. Meh. Na gut, die können wir verkochen. Und auch gleich essen. Das heißt, die Schweinehaut könnte dann später auch erst in die Kiste. Ah, die werden so schnell schlecht. Können wir als Brennmaterial später benutzen. Oder wir lassen einfach vergammeln und verbrennen in diese komischen Kügelchen, die dabei rauskommen. Die dürfte ja einen ähnlichen Brennwert haben. Und wir haben unsere Kohle. Die lasse ich, glaube ich, mal hier neben dem Feuer liegen. Damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Genauso wie das Gold und die Steinblöcke. So, sieht doch schon besser aus. Wir haben ganz viel Stroh. Was war eigentlich mit der Rüstung? Ja, die können wir jetzt nicht mehr bauen, weil wir das Holz verarbeitet haben. Rüstung, kein Bumerang, nö. Ja, wir brauchen noch sechs Holz und zwei Seile. Die Seile können wir schon mal machen. Eins. Zwei. Ich wäre auch gerade versucht, das Holz einfach abzuhacken. Also die ganz kleinen Bäume. Da kommt ja auch immer ein Holz bei raus und ein Tannenzapfen. Nur geht denn die Axt recht schnell kaputt. Was ist unsere Axt? Da ist unsere Axt. Ist auch schon auf 37% runter. Also, wir brauchen. Ah, wir haben unseren ersten Bart bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Bäume. Wir brauchen auch mehr Stein. Krass, nehme ich eigentlich nur mit, weil es da ist. So. Der Baum ist zu klein. Samen nehme ich jetzt immer alle mit. Einfach nur, weil das Essen ja doch langsam knapp wird. Wir haben halt noch keine Jacks gefunden. Dementsprechend keinen Dünger und dementsprechend keine Farm und dementsprechend kein Essen. Das sieht mir so aus, als wenn hier Yaks sein könnten. So richtig schön Prärie. Und dich krieg ich. Du vielleicht? Die haben da definitiv was dran gedreht. Das ist doch unfair. Also ja, nee. Eigentlich war es vorher unfair. Da kommt man ja an einem Tag allein durch Hasenjagd genug Essen für die ganze Woche zusammensammeln. Und das kann nicht ganz Sinn des Ganzen gewesen sein. Oh, das wäre so eine Fußspur. Ja, das wird dann wohl der Elefant sein, der dann irgendwann da rauspoppt, wenn man genug Spuren gefunden hat. Nehme ich einfach mal an. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich die freilegen sollte. Ich meine, ich will das Ding ja gar nicht umbringen. So weit sind wir wahrscheinlich vom Spielprinzip her gar nicht. Ich glaube, ich lasse die mal in Ruhe, die Teile. Solange bis unser Überleben gesichert ist. So, da sind schon wieder Spinnen. Also sobald wir die Rüstung haben und das Essen einigermaßen gesichert ist, sollten wir auf jeden Fall anfangen, die Spinnen zu töten.
Vielleicht nur ein, zwei Schweinejungs einsacken und dann geht's ab. So, der ganze Bereich ist jetzt... Ah, da könnte es noch weitergehen. Okay, gucken wir da nochmal ganz kurz hin. Ich wäre mir gern hundertprozentig sicher, welche Bereiche so eine Halbinsel sind und welche nicht. Damit wir später gucken können, wie wir uns weiter fortbewegen. Aber das sieht echt so aus. Also wäre hier eine Halbinsel. Das ganze komische Knuppelding. Also gibt es nicht ganz viele Inseln, sondern eine Rieseninsel, die total verschnörkelt ist. Ja, hier wird's nicht weitergehen. Nö. Die Karte ist aber teilweise ganz schön irreführend. Also auch wenn man schon Gebiete aufgedeckt hat, wie jetzt hier eben gerade, wird das nicht so wirklich deutlich. Aber gut. Oh, schon mal hier sind, nehmen wir lieber ein bisschen Gras mit. Obwohl, wir sollten gleich mal eine Schau... Wir müssen eine Schaufel erforschen. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Man kann eine Axt bauen und eine Spitzhacke, aber keine Schaufel. Oder hatte ich die Schaufel auch schon? Ja, Quatsch, die beiden anderen Sachen direkt an der Maschine erforscht. Oh, du bist weit genug weg. Hoffe ich mal. Ja, na also. Wird ja auch langsam wieder Zeit. So, wir sind zu Hause. Wir hätten gerne eine Schaufel. So, sehr schön. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz nach da oben. Also laut Karte könnte da was sein. Aber ich glaube, wir waren da schon. Man sieht es nur nicht ordentlich. Oh. Oder auch nicht. So, dich kriegen wir. Haha, zack. Also ja, schön, dass so viele Grasbüschel hier sind. Aber... ich hätte echt gerne Bäume. Da ist wieder so eine Fußspur, die lassen wir in Ruhe. Na komm, wir nehmen jetzt die Schaufel, schnappen uns 5, 6 Grassohlen. Und die können wir dann mit ins andere Lager nehmen. Damit wir so in jedem Basislager, und davon haben wir halt nach und nach immer mehr, dass wir in jedem Basislager so ein Büschel Grassohlen haben. Beziehungsweise 5, 6, 7 Büschel. Wird auch gleich wieder dunkel. Also Beilung, Beilung, Beilung. So, klick, klick, klick. Einmal schön im Wasser lang. Ich denke, das wird hier auch gleich wieder zu Ende sein. Spinnen ignorieren wir mal. Ich hoffe, dieser Bereich hier wächst nicht. Das wäre fies. Würde so ein bisschen an StarCraft erinnern. Also im ersten Teil zumindest. Beim zweiten Teil weiß ich gar nicht, ob das auch so geregelt war. Dadurch. Jo. Also das hier ist auch wieder eine Insel. Also ist hier der einzige Zugang zu diesem ganzen Bereich. Das heißt, unsere Basis ist sogar einigermaßen taktisch günstig gelegen. Ich hätte noch ein bisschen weiter unten sein können. Stimmt. Also eigentlich wäre genau da super gewesen. Aber na, was soll's. Könnten wir zwar wieder abreißen, aber ich weiß nicht, was wir für einen Hammer brauchten. So, erstmal verfeuern wir das hier. So, dann hätten wir gerne das verkocht. Und gegessen und das verkocht. Und gegessen. So, die Bäume sind jetzt eine Stufe höher. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Holz bei einer Stufe höher rauskommt. Ob das immer noch einer ist oder inzwischen zwei. Zwei, sehr gut. Beziehungsweise drei, wenn man das Teil hier auch noch ausbuddelt. Sehr schön. Obwohl, Moment mal. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding einpflanzen, kriegen wir... Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Kriegen wir jetzt ein Holz, ein Tannenzapfen... und ein Strunk. Und der bringt gleich wieder ein Holz. Jo. Also wir könnten theoretisch ewig lange die ganze Nacht durch Bäume pflanzen. Oh, da war kein Tannenzapfen dabei. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Mist.
Aber es sah so aus, wenn da kein Tanzer vorbei gewesen wäre. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber haben wir jetzt genug für die Rüstung oder fehlt genau einer? Einer fehlt. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Axt da. Dum, 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 dum. Du bist auch ein etwas größerer, müsstest also zwei Holz plus Strom plus Tanzapfen bringen. So, ich gehe mit der Maus hier rüber, ob hier irgendwo noch was liegt von dem kleinen Baum, aber sieht nicht so aus. Guti, jetzt aber Rüstung. Tada! Das packe ich auch mal gleich hier auf die Nummer 3. Oder nee, am besten gleich mal auf die 2. Also wenn Gegner kommen, 1 drücken, 2 drücken, schon sind wir bewaffnet. Das Einzige, was noch fehlt, ist halt der Helm. Aber das dauert wohl noch ein wenig. Grassohlen pflanze ich hier jetzt nicht an. Obwohl es wäre schon... Wir haben hier 4 Stück, das ist okay. Nee, nee, die kommen irgendwann später in die Kiste. Beziehungsweise wir nehmen sie mit, wenn wir zurück zum alten Lager gehen. Was wir eigentlich jetzt eh mal machen sollten nächsten Tag. Das heißt, ich sage die wichtigsten Sachen jetzt wieder ein. So, sag die wichtigsten Sachen jetzt ein und lauf zurück in Richtung altes Lager. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen größere Bäume finden unterwegs. Und was brauchen wir noch, was brauchen wir noch, was brauchen wir noch? Eigentlich nicht wirklich viel. Nur Holz. Ein bisschen mehr Stein wäre noch okay. Also hier. Ich würde gerne anfangen, Spinnen zu töten, aber ich glaube, das wäre zu gefährlich. Aber so könnten wir unser Gebiet quasi erweitern. Momentan haben wir hier überall Spinnen. Ich denke, die werden sich auch weiter ausbreiten. Ich habe keine Lust, von ihnen überrannt zu werden. Also gut, wir laufen einfach mal Richtung altes Lager. Unterwegs. Haben wir noch Platz für die? Ja, haben wir. Denn wir brauchen ganz viele Steine für unser Haus. Ja, Essen wird ein Problem. Also sobald wir irgendwo einen Hasen sehen, der ein bisschen weiter weg ist von seinem Loch. Oh, das ist ein schöner Baum. Sobald wir einen Hasen sehen, der ein bisschen weiter weg von seinem Loch ist, schnappen wir uns den auch sofort. Und halt, oh, neue Axt. Vögel erschrecken. Keine Samen, schade. Ja, das ist echt übel momentan. Mit dem Essen. Und dem Platz. Aber jetzt haben wir genug Holz, um gleich die ersten Kisten zu bauen. Noch kurz. Oh, ich sehe Dünger. Das heißt, hier sind auch Yaks. Sehr schön, jedenfalls einer. Oh. Aber es ist echt nur einer, das wäre es doof. Hier unten schon mal nichts mehr. Wieder Yak. Ah, doch. Oh, sehr schön. Dann können wir hier, wenn noch ein paar mehr da sind. Oh ja, sind definitiv mehr da. Dann können wir hier unser Yak-Lager aufbauen. Wir brauchen noch 3 Steine. Und ja, ich bin mir bewusst, wir bauen ganz schön viele Yak-Lager auf. Aber ich denke, das wird sich langfristig auszahlen. Du hast Hunger. Ja, ich würde aber ungern jetzt rohes Fleisch essen. Heißt, wir gehen mal ganz kurz auf die Schnellstraße. Und suchen irgendwo was zu essen. Oh, Kanickel. Aber wir sind an der falschen Seite. Da ist noch ein Wurmloch. Oh. Das Kaninchen könnten wir kriegen. Zack. Jo. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne noch ein paar Steine für unser... Genau, einfach auf dem Boden liegen lassen. So ist's recht. 12 Stück braucht man für ein großes Lagerfeuer, ne? Jo. Also ganz schnell... Erstmal auf die Karte geguckt. Wir haben da das Wurmloch zu unserer alten Basis. Wir haben da oben die neue Basis. Da ist eine Sackgasse, also sollten wir da keine Basis bauen. Wir könnten hier direkt neben dem Wurmloch eine Basis bauen. Das ist immer noch nah genug dran an den Yaks. Da oben sind zwar Spinnen, aber... Das kriegen wir schon hin. Ah, da sind auch Spinnen. So, machen wir vielleicht hier eine kleine Zwischenstation. So, Lagerfeuer. Verkochen, verkochen, verkochen. Das bringt gerade mal 40 Punkte Essen gleich.
Spell. Ich glaube, ich gehe bald Spinnenjagen, einfach nur um an das Fleisch ranzukommen. So, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Wir ziehen die Rüstung an. Wir machen das Spinnenei da kaputt. Es sind ja komischerweise nur die schwarzen Spinnen. So, das war doch einfacher als gedacht. Rüstung ist nur auf 96% runter. Wir haben keinen Schaden genommen, wenn ich das sehe. Doch, 4 Punkte. Das ist vertretbar. Und schon ist das erste Spinnenei kaputt. Das ging noch einfacher als gedacht. Und das ganze Glibberzeug verschwindet jetzt hoffentlich gleich. So, gleich weiter zum nächsten Spinnennest. Das war hier irgendwo. Und wenn jetzt was Gelbes rauskommt an Spinnen, dann laufe ich sofort zum Wurmloch und springe da rein. So, stirb, stirb, stirb. Noch mehr Monsterfleisch, sehr schön. Stirb. So. Das müsste es auch gewesen sein. Also wir kriegen jetzt keine Spinneneier direkt. Dafür sind die Dinger halt zu klein. Erst wenn die 2 oder 3 Etagen haben, droppen die auch ein Spinnenei. Wilson geht ja richtig ab gerade. Er hat jetzt schon fast 1 Dutzend Spinnen umgebracht. Und das am 6. Tag, das finde ich schon nicht schlecht. Also dieses neue Forschungssystem ist definitiv einsteigerfreundlicher, um nicht zu sagen unfair. Aber es wird schon einen Grund haben, warum das so eingeführt wurde.